Guten Morgen, meine Freunde. Ich bin Turgut Bey vom Auswandererkanal Auswandern Türkei Antalya, gelegentlich in 360 Grad. Und heute mache ich mal eine ganz andere Angelegenheit. Die meisten von euch wird das nicht interessieren, aber ich bin ja auch ein Gamer. Und hier und da habt ihr sicherlich schon mal gesehen, dass ich Videos gepostet habe von Spielen, die ich spiele. Vom Entwicklerteam von Lost Ark, also vom Creation Team, habe ich einen Key bekommen und habe mir gestern mal die aktuelle technische Beta runtergezogen. Die spiele ich jetzt hier einfach mal an. Einfach mal zum Gucken, wie es denn so ist. Und zeige euch einfach mal, was denn heutzutage so alles geht. Ich spiele auf meinem Laptop. Das ist schon ein recht fortschrittliches Gerät und bin mal gespannt, wie weit ich da komme. Ich schlürfe nebenbei noch so ein bisschen Kaffee und erzähle so ein bisschen, was ich bisher an Spielen gespielt habe, also alles Mögliche. Das letzte, was ich gespielt habe, war New World. Das habe ich hier auch auf dem Rechner drauf. Und es lässt sich auch von der Türkei aus gut spielen. Da hat es bis jetzt also keine Probleme gegeben. Ich hoffe, die Rauschunterdrückung funktioniert hier einigermaßen, weil der Lüfter doch ziemlich, ziemlich heftig ist. Ich hatte gestern schon mal eine Testaufnahme, die mir leider nicht geglückt ist. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt hier noch mal zum zweiten Mal. Mal sehen, wie ist denn das mit der Lautstärke? Ich denke mal, das drehe ich einen kleinen Tick zurück. Und dann schauen wir mal. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, wie das mit dem Charakter erstellen funktioniert. Man hat ja hier mehrere Charaktere. Ich mache mal hier einen neuen. Wie man sieht, ist das grafisch schon gar nicht so schlecht. Da haben wir den Krieger, der also mit roher Gewalt zutage geht. Auf der rechten Seite haben wir die unterschiedlichen Klassen. Hier unten haben wir so ein Spinnrad, was uns etwa zeigt, in welche Richtung der Charakter tendiert. Da haben wir Magier, das ist eine weibliche Charakterin. Dann haben wir die Kampfkünstlerin. Es erinnert im Groben halt sehr stark an Black Desert, nur mit dem Unterschied, dass grafisch das Ganze scheinbar ziemlich aufgehübscht ist. Dann haben wir noch den männlichen Kampfkunstsportler. Genau. Dann haben wir den Kanonier, also der, der mit Waffen in der Gegend rumschießt. Und das hat natürlich alles asiatisch Style, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ändert natürlich grundsätzlich am Spielprinzip nichts. Genau. So, da haben wir die Assassine. Da kann man sich hier dann auch noch die Geschichte anhören. Das kann man natürlich auch überspringen. Weil die Geschichte wird danach beim Start nochmal erzählt. Ja, dann würde ich sagen, einfach mal in den Anpassungsbildschirm. Also optisch sieht das also wirklich super cool aus. Und ja, das hat schon was. Ich habe mich dann im Grunde genommen gestern für sie hier entschieden. Man kann dann auch zoomen und reinschauen. Sie folgt im Grunde genommen dem Cursor. Das ist alles schon sehr gut durchdacht und hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Was mir natürlich nicht gefällt, sind natürlich diese Dancing Moves. Yeah, Chakatakata, Chakatakata, yeah. Aber das ist halt auch Asien-Style. Die machen halt sowas und die lieben das auch. Ich selber denke einfach mal, nee, das muss nicht sein. Wenn man diese Bewegung anschaut, stellt man fest, dass sie doch ein wenig
künstlich wirken, zu gleichförmig, da wurde scheinbar massiv editiert. Wie auch immer, sieht ganz schick aus, aber es ist halt einfach nur etwas am Rande. So, dann kann man hier Haare auswählen, Gesicht, Augenbrauen, die Haut und man kann die sogar altern lassen. Gucken wir mal, was die Hautfalten sagen. Oh ja, da gibt es also auch Hautfalten und dann gibt es Glanzintensität. Würde ich grundsätzlich eher ganz zurückfahren. Was ist das hier? Ah, Sommersprossen. Sie hat Sommersprossen. Das ist ja mal cool. Ja, die lassen sich da eine ganze Menge einfallen, denke ich mal. Und Make-up. Okay, was haben wir denn da? Augen, Wangenröte, Brauen, Lippen. Was gibt es denn da? Da gibt es einmal das. Einmal das, einmal das. Nee. Das Original wieder zurück. Genau, dann machen wir das so. Das passt besser zu ihr. Ja, und dann wendet man das halt an. Dann gibt man halt einen Namen ein. Das ist dann halt eigentlich wie bei allen MMOs auch. Und das erste, was einem jetzt auffallen wird, oh, hier, die sitzt halt ein bisschen anders, aber ihr seht, die sieht im Grunde genommen gleich aus. Dann starten wir das Ganze mal. Ja, ihr könnt dann einfach mal sehen, womit ich meine Zeit verbringe, wenn ich dann Zeit habe. Im Moment ist es so, dass mein Gast nicht da ist. Sie tut im Grunde genommen das, was die Frauen gerne tun. Sie geht irgendwo hin, wo es schön ist, und dann badet sie auch ganz viel. Und ja, sie wird dann die Tage wiederkommen, weil wir wollen noch zusammen nach Alanya. Ich werde einfach mal diesen Geschichtsgeschichten-Dingern nicht weiter vorgreifen. Hier kann man sich bewegen. Das ist also die Hauptbewegungsart, linke Maustaste, und dann bewegt man sich halt hier rum. Und die Tasten WASD sind nicht zum Laufen gedacht in diesem Spiel, sondern sie haben Funktionscharakter. Also man kann damit bestimmen, welche Attacken man anwendet. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Bei dem gestrigen Shot habe ich mitgekriegt, das wird alles auf Deutsch gesprochen. Also eine Lokalisierung ist auf jeden Fall vorhanden. Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Und dann muss man halt Aktionen tut man halt mit der Taste G ausführen, beziehungsweise es reicht auch den Gegenstand anzuklicken. So, was haben wir jetzt? Eine Attacke. Yeah. Und das macht sie da in die Richtung, wo ich mich befinde. Es gibt natürlich mehrere Attacken. Es gibt den Q, es gibt den W, es gibt den E, es gibt den R. Dann haben wir noch das A und das D und die Special Moves von dem da. Genau. Das Ganze hat Abklingzeiten. Ist so ein bisschen Diabolo-Style. Aber so wie es im Moment aussieht, grafisch doch ein bisschen hochwertiger. Gucken wir uns die Kleine mal an. Nee, komm, renn mal. Nee, nicht in die Richtung. Komm, renn mal in die Richtung. Ah ja. So. Sie hat aber nicht die Klamotten an, die man ausgewählt hat. Das werden dann wahrscheinlich Spezialklamotten sein, die man dann irgendwann erringen kann. Man kann hier ein bisschen rumtesten, Monster kloppen etc. Aber das mache ich jetzt nicht. Das könnt ihr gerne selber ausprobieren. Und dann gehen wir dann halt mal darüber. Es gibt etliche Spiele von diesem Typus. Ich selber war jetzt ein wenig verwundert,
in welche Richtung das Spiel geht. Aber es ist ja in Ordnung. Macht auf jeden Fall, denke ich mal, Spaß, auf dich zuzuschauen. So, also Mädel, auf geht's. Abchapp. Anklicken. Dann die Questen, Texte kann man wie bei allen Spielen einfach durchjupseln. Es ist nichts, Du wirst was jetzt man deine unbedingt zum ersten Spielen Schritte auf die braucht. Suche nach der Arche tun. Diejenigen, die schon oft solche Spiele gespielt haben, wissen das ja. Spiele sind so designt, dass man die Texte nicht lesen kann oder muss, nee, die nicht lesen muss. Sie sind ein Schmankerl für Leute, die halt Geschichte mögen. Beeilt euch, ihr Anfänger. Wir sind hier. Erinnert mich ein bisschen auch an Path of Exile und wie diese Spiele alle heißen. Ich finde es auf jeden Fall optisch schon mal ziemlich cool gemacht. Und dass es mein Laptop Das war schafft, finde ich auch gestern noch Abend. ziemlich cool. Ja, und da hat man dann halt Leute, die Spiele dieser Art schon gespielt haben, wie zum Beispiel Black Desert. Da ist dann halt im Grunde der Aufbau der UI, also der Benutzeroberfläche, halt identisch. Rechts oben die Karte, rechts unten hat man so ein paar Buttons, die einen zu Untermenüs führen, Lebensbalken, Magiebalken. Dann haben wir hier die Tasten für Funktionen wie zum Beispiel Getränke benutzen etc. Hier kann man noch ein paar Spezialmoves scheinbar noch hinzulernen und machen. Hier gibt es dann noch Tasten. Da muss ich dann erstmal herausfinden, wie man die betätigt. Ah, das ist F1. Dann werden das wahrscheinlich Funktionstasten sein. Ja, dann werden wir mal hier vom Schiff laufen. Mal sehen, Bussi Bussi, was Bussi Bussi denn so macht. Kann man das scrollen? Nein, im Moment kann man es nicht scrollen. Da läuft halt einiges auch noch teilautomatisch ab. Aber Sekunde her, ansonsten fröhliche Reise, wie wär's? anklicken, Text hören. Aber für den Anfang muss man sich das alles gar nicht antun, wenn man jetzt hier, wie in diesem Größte Fall, die Freude im technische Traum. Demo sich Außergewöhnliches aus deinem reinzieht, Inventar. dann ist das alles nicht so schlimm. Hier haben wir eine Ausrüstungskiste bekommen. Rechtsklick und dann öffnen. Und dann haben wir das. Und dann Rechtsklick. Und dann ist die Waffe ausgerüstet. Also, wie gesagt, wer schon mal mit solchen Spielen zu tun hatte, weiß im Grunde genommen instinktiv schon, was er machen kann und was er machen muss. Da haben wir hier Missionsinfos. Da kann man sich also die Missionsdaten ansehen, damit man die Orientierung nicht verliert. Ich Aber warte dich. schlussendlich ist es so, dass Du hast dieses den richtigen Spiel Blick für diese Aufgabe. sehr viel Hilfe gibt dem Spieler. Leute, die das schon kennen, werden sich am Anfang vielleicht ein bisschen langweilen. Seht Deswegen ihn euch an. wäre es gar nicht so schlecht, sich ein bisschen an der Geschichte zu erfreuen. Hier muss ich jetzt einfach mal Wasser besorgen. Und dann laufe ich da zu dem Hansel, der da rumliegt, und gebe ihm einfach das Wasser. Hier stellt sie sich vor. Ah, es geht um einen Schatz. Coole Sache. Schätze sind immer cool. Versammelt euch alle miteinander. So, also die Karte sagt mir ganz klar, wo ich als nächstes hin muss. Zu dem da. Also wie ihr seht, der Anfang ist im Grunde genommen nicht wirklich in irgendeiner Form schwierig zu bewerkstelligen. Hier Mission da, die nächste Mission kann man sich da mal angucken. Da wo ein roter Punkt ist, da gibt es irgendwas, was man sich anschauen kann.
Also die Benutzeroberfläche ist wirklich ziemlich spielerfreundlich geschaltet. Da kenne ich einige andere Dinge. Dann gibt es jetzt eine erweiterte Karte, die kann man halt so einblenden. Das ist halt Diablo-like. Diablo hat das ja früher, Diablo 2 konnte man ja die Grundkarte in den Hintergrund einblenden. Das ist noch sehr hilfreich. Aber wenn man rechts oben die Karte hat, braucht man das nicht unbedingt. Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen, aber es gab nicht. So. Und da sind dann halt solche Cutscenes im Grunde genommen, die mit der Engine selber geschrieben sind. Hauptmann! Trolle im Lager! Verdammt nochmal! Und was einem natürlich auffällt, ist, dass die zu den Waffen. Legen wir ein paar Tralle um. die Texturen teilweise noch nicht final sind. Also vielleicht sind sie es ja doch. Vielleicht sind sie es ja doch, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, wenn man näher heranzoomt, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen gröber. Allerdings ist natürlich auch klar, dass das normal ist. Jetzt zucken wir da mal hin und dann hauen wir hier den mal so richtig auf den Latz. Damit und dann damit. Dann klappen wir uns mal hier einfach mal durch. So, und dann haben wir da, da. Der Standardangriff funktioniert immer. Und dann metzeln wir die Jungs dann halt da so durch. So, oh, dann hier noch mehr. Oh, so. Und da, da. Ja, das ist halt ein Klingeling-Spiel. Im Grunde genommen, wir metzeln hier einfach mal alles nieder, was sich hier irgendwie in den Weg stellt. Und von Schwierigkeit kann natürlich jetzt im Moment noch gar nicht die Rede sein, weil ja, wozu auch? Es ist eine technische Beta. Und dafür, dass es eine technische Beta ist, ist das schon ziemlich, ziemlich weit, würde ich sagen. Und das Ding erzählt halt eine Geschichte. So. Mal mit dem sprechen. Würdest du mir zur Hand gehen? Also, was soll ich denn machen? Inspiziere das Zelt. Ja, damit wir irgendwo ein Zelt inspizieren. Gehen wir mal gucken hier. Was ist denn das für ein Zelt? Heile die verwundeten Abenteurer. Ja, geht man da hin. Dann. Aufzeichnung. Okay. Verwundete Abenteurer. So, wo sind denn die verwundete Abenteurer? Wo sind denn verwundete Abenteurer? Gucken wir mal. Da sollte irgendwo einer sein. Ah, da ist ein verwundeter Abenteurer. Die helfen mir dann halt wieder da auf die Beine. Finde Morpheus, der die Verwundeten heilt. Okay, wo ist Morpheus? Morpheus ist da. Naja, das geht dann halt im Grunde genommen, denke ich mal, die ganze Zeit so weiter. Was soll ich machen? Drücke Morpheus gegenüber deine Dankbarkeit aus. Ich habe hier Tränke für dich platziert. Aha. Ist das so? Also eigentlich brauche ich ja Der nicht. Schatz ist wichtig, aber hier leben Aber kannst du schauen wir keinen mal. Wichtiger. Setze diesen Trank in Ukraine. Fertigkeiten. Ja, und ab hier wird es dann langsam sinnvoll. Die Sachen K. Okay, Taste K, Fertigungsbaum. Okay, da sind also dann die Kampffertigkeiten. Das wird dann halt im Grunde genommen alles jetzt dann mehr technisch. Im Grunde genommen sieht alles verdammt danach aus, dass sie Nicht, was passiert. von Das Black sollten wir uns auf das Desert Schlimmste die vorbereiten. ganzen Grundstrukturen haben, was ja nicht schlecht sein muss. So. Gut, in diesem Sinne würde ich dann einfach mal sagen, lasse ich jetzt das hier einfach mal sein. Ihr habt das hier bis hierhin gesehen. Jetzt geht es Alle hier Mann weiter. voran. Gestern war ich dann auch schon Wir mal so brauchen eine weit. Durchbrechung.
und dann geht das hier die Geschichte entlang. Genau, und da sich jetzt nicht sehr, da es nicht sehr sinnvoll ist, die Geschichte sich zu spielen, wenn man sie nicht zumindest hört, habe ich euch jetzt erstmal gezeigt, um was es sich bei diesem Spiel handelt, welche Perspektive man in diesem Spiel hat. Es ist ein Rollenspiel, ganz definitiv. Man folgt einer Geschichte, metzelt sich durch die Gegend und bewundert wunderschöne Grafik. Sogar auf dem Laptop, kann ich sagen, läuft das ziemlich gut. In diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, lauschen wir dem Ganzen jetzt hier noch ein bisschen, denn das ist, glaube ich, jetzt hier noch so ein Cutscene-Gedöns-Gedingens. Das immer brennende Genesis-Licht. Die Arche beinhaltet große Macht. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Genau wie ein Gott. Ja, der junge Mann sieht aus, als wäre er ein bisschen voll bekifft, aber da funktioniert scheinbar die Augenmechanik nicht. Oder aber er ist mal geblendet worden, wer weiß das schon. Er hat recht, wir sollten ruhig sein. Ist auf jeden Fall sehr schick aus meiner Sicht und ich freue mich schon darauf, heute im Laufe des Tages das Spiel einfach mal weiterzuspielen. Für all diejenigen, die noch mehr über das Spiel wissen wollen, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Und ich denke mal, das ist dann im Grunde genommen die Startsequenz. Schlussendlich, da geht es dann im Grunde genommen weiter. Genau. So. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst es gut gehen. Es ist Wochenende. Es ist genau die richtige Zeit, um ein solches Spiel zu spielen. Ihr seht oben links ist ein Button auch mit drauf. Prolog überspringen. Das heißt, wenn ihr den einmal gespielt habt, den Prolog, bis zu diesem Punkt, würde ich jetzt mal behaupten, kann man diesen überspringen. So, dann wünsche ich euch was. Lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Mal.